Kontrollturm an Skyskipper 190. Landebahn 28 zum Anflug freigegeben. Windgeschwindigkeit über Landebahn 10 Knoten. Skyskipper 190 schaltet auf ILS. Landung erfolgt automatisch. Das darf doch nicht geben. Kontrollturm an Skyskipper 190. Was ist da oben los? Die Sicht ist doch gut. Habt ihr irgendwelche Schwierigkeiten? Schalten auf ILS. Landung erfolgt automatisch. Hallo, Skyskipper 190. Habt ihr mich nicht verstanden? Ich will wissen, was bei euch da oben los ist. Kommen! Da kreuzt eine nicht gemeldete Maschine den Kurs von Skyskipper 190. Nochmal, Kontrollturm an Skyskipper, kommen! Da oben kurft eine nicht gemeldete Maschine rum, ihr müsst ein bisschen aufpassen, circa eine Meile Entfernung. Skyskipper, habt ihr die Maschine in Sichtweite? Diese Idioten, das gibt's doch wohl nicht. Können wir irgendwas gegen diesen Kreuzverkehr tun? Sagt mal, wollt ihr mich denn nicht hören? Hoffentlich haben die eine passende Ausrede. Kontrollturm an Skyskipper 190. Ich bitte sofort, die Landebahn zu räumen. Was stehen die da auf der Piste rum? Keine Ahnung. Alle Landungen auf Bahn 28 zurückstellen. Die sind total verrückt. Valley, hol die Polizei. Das ist für mich zu hoch. Der Vogel war mit 124 Leuten besetzt. Ob die Besatzung noch an Bord ist? Ja, dreimal darfst du raten. Hey, was ist das denn für ein Ding? Skyskipper 190 schaltet auf ILS. Landung erfolgt automatisch. Skyskipper 190 schaltet... Bloß weg! Sollte ich die Polizei damit abgeben? Tänzelte mit der Grazie und Eleganz eines Panthers auf den Gegner zu. Seine ausgebildete Karatehand zischte vor und traf Lorenzo auf den Punkt, genau hinter das linke Ohr. Und lautlos sank der schwere Killer in sich zusammen. Mark reckte sich auf. Aber er konnte nicht ahnen, was sich hinter ihm tat. Langsam, ganz langsam teilten sich die schweren Vorhänge vor der Terrassentür und ein Schalldämpfer schob sich durch den Spalt. Kane ging ganz langsam auf Laura zu. Nur sie allein wusste, was hinter seinem Rücken geschah.
aber kein Laut kam über ihre Lippen. Mark Kane spürte, dass etwas Fremdes im Zimmer war, aber die Augen von Laura fesselten ihn. Fasziniert starrte er in ihre Augen. Sie kam ihm vor wie ein großer, geschliffener Spiegel. Und dieser Spiegel rettete ihn. In ihren Pupillen spiegelte sich der Vorhang. Der Revolver, der Schalldämpfer, der Finger am Abzug. Er wartete noch den Bruchteil einer Sekunde. Und genau in dem Augenblick, wo der Finger den Abzug durchzog, riss er Laura hoch und drehte sich um. Der Schuss peitschte. Die Verräterin war tot. Ach, je. Ich darf Sie nicht reinlassen. Mr. Jason schöpft gerade. Ach, da schöpfe ich doch eine Kelle mit. Er ist einfach reingegangen, Mr. King. Grämen Sie sich nicht. Der Mensch war schon immer taktlos. Tippen Sie das Werk erstmal ab. Die Quelle ist für heute verstopft. Von mir aus können wir auch heute Abend weitermachen. Ich muss wissen, wie es weitergeht. Ich bin hier so gespannt. Ja, woher soll ich denn das wissen? Jason. Meine liebe Miss Sims, das wird sich morgen herausstellen, falls ich in Geberlaune bin. Gute Nacht, Mr. King. Gute Nacht, Miss Sims. Schlafen Sie gut. Aber träumen Sie nicht von sich, Sie könnten erschrecken. Verunsichere nicht das Personal. Sonst bist du die Dame los. Wäre schade, sie schreibt 180 Silben. Was macht sie denn nebenberuflich bei dir? Willst du sonst noch was, außer schmutzige Gedanken loswerden? Du hast immer noch Schwierigkeiten mit dem G, was? Wirf mal dein Plüschauge hier rauf. Oh, interessant, ein Flugzeug von innen. Eine Boeing? Eine leere Boeing. So leer ist sie gelandet. Ohne Passagiere, ohne Besatzung. Wie in einem Albtraum. Da hast du ja ein echtes Problem. Ich nicht. Wir. Kommt nicht in Frage. Ich bin mitten in meinem neuen Bestseller. Mein Verleger will bis Donnerstag was lesen. Dann wird er warten müssen, dein Verleger. Jason, wer lässt 124 Passagiere und die Besatzung in 10.000 Meter Höhe einfach verschwinden? Und bringt die Maschine dann noch sicher runter? Willst du gleich die Lösung oder darf ich noch ein bisschen meditieren? Ach, nun komm, hör auf, ja? Ich habe den Eindruck, dass Sprüche hier nicht viel helfen werden. Und tritt mal deinen grauen Zellen ein bisschen auf die Zehen, ja? Flugverzögerung? Nicht eine Minute. Pünktlich gestartet und gelandet. Also keine Umwege drin. Im Cockpit stand ein Tonbandgerät, das die automatische Landung angefordert hat. Schon klar, für mich ist der Fall gelöst. Es waren zwei Flugzeuge im Spiel. Irgendwo auf der Strecke haben sie sich abgelöst. Irgendjemand ist dann während des Fluges aus deiner leeren Boeing ausgestiegen. Und warum dieses? Noch nie was von Entführung gehört? Die Passagiere werden auf einen geheimen Flugplatz gebracht? Und dann werden die lieben Verwandten mit Lösegeldforderungen erpresst. Aber natürlich, und die Burschen hatten zufällig eine zweite Boeing parat mit dem richtigen Gepäck an Bord. Von Gepäck war nicht die Rede. Na, ich bitte um Vergebung, Herr Direktor. Aber die Maschine ist in New York gestartet. Die Geschichte ist vor 4 Tagen passiert. Niemand hat Lösegeld gefordert, keiner der Passagiere ist aufgetaucht, geschweige denn ein Motiv. Nun ja, vielleicht haben die Passagiere eine Interessengemeinschaft gegründet. Lösegeld auf Raten, nach 2 Jahren Verzinsung holen sie sich das Geld von der Bank. Die Scherze mache ich heute, ja? Ich scherze nicht. Das würde ich dann aber vorher ansagen. Du kannst weiter meditieren, ich gehe ins Büro. Wünsche fröhliches Schaffen. Ah, noch was, Stuart. Wenn ich zufällig recht haben sollte. Postkärtchen genügt. Geben Sie mir London, Flughafen Heathrow. Oh, die Sonne geht auf. Ich habe gerade ein Gespräch laufen. Annabelle! Sekunde, bitte. Aber Mädel, seit wann liegt eine Dame auf dem Bauch? Das ist aber auch ein Mist hier. Hat Tante Computer wieder was am Sträußchen? Gedächtnisschwund hat sie. Sie ist sauer, dass wir zu viel von ihr verlangen. Kommt denn überhaupt was raus? Nur sehr dürftig. Ich müsste sie mit mehr Daten füttern können. Möglichst mit dem Namen von dem Boeing-Dieb. Wahnsinnig komisch. Das Logbuch des Piloten würde vollkommen genügen. Ich habe den Computer mit allen Einzelheiten gefüttert, die wir über den Flug wissen. Flugpläne, Funkpositionen, Abflug- und Ankunftszeiten, Navigation. Na und? Keine Unregelmäßigkeiten. Die Maschine ist direkt von New York nach Heathrow geflogen und kann keine Umwege gemacht haben. Das muss sie aber, wie wir beide genau wissen. Und das weiß auch Tante Computer. Deshalb knallen laufend bei ihr die Sicherungen durch. Und wenn man sie gezwungen hat, auszusteigen? Oben, meine ich. Wie kommst du denn auf den Unsinn? Dann hätte man doch irgendwelche Spuren finden müssen von Gewaltanwendungen oder sowas. Was sagt denn Tantchen? Ordnungsgemäßes Verlassen der Maschine. Und bei dem Satz sind die Sicherungen durchgeknallt. Aha. Du hast doch hoffentlich schon den großen Dichter besucht. Natürlich. Er hat mir sofort eine Patentlösung serviert. Natürlich nur zum Spaß. Er hat mir irgend so eine fantastische Geschichte von Lösegeld auf Raten servieren wollen. Auf die Lösegeldversion bin ich auch schon gekommen. Vergessen wir das. Die Flugdaten können einfach nicht stimmen. Vielleicht ist das alles ganz simpel. Man muss nur wissen, wie... Noch ein Dollarsatz von dir. Nicht? Als nächstes sollten wir die Passagierliste überprüfen. Vielleicht war ein besonders hohes Tier dabei.
Du denkst doch nicht etwa, dass Jason richtig liegt? Natürlich nicht, aber der Knabe haut meistens nur haarscharf daneben. Da irrst du dich. Er produziert die wildesten Krimi-Ideen und trifft oft genau ins Schwarze. Du tust mir den Gefallen aber trotzdem. Und was machst du? Ich fliege nach London. Ich werde das Flugzeug ins Kreuzverhör nehmen. Wenn du nicht weiter kannst, ruf Jason an, ja? Ach, dann kriegt Tantchen garantiert einen Herzanfall. Bäcker, Buchhalter. Waschmittelfabrikant. Und die Berufe geben nichts her. Und hier haben Sie den Flugplan von dem Tage. Er stimmt auf die Minute. Ist es schwer, eine Boeing auf automatischen Landeanflug zu bringen? Für einen versierten Piloten nicht weiter. 50 Meilen vor der Landung beginnt der Anflug, man bringt die Maschine in Position, vermindert den Antrieb, stellt auf automatische Steuerung und abwärts geht's. Es hätte Bruch geben können, wenn wir die Landebahn nicht geräumt hätten. Verstehe, ich bin ein bisschen verwirrt. Und wissen Sie warum? Weil die Burschen sich so wahnsinnig schwer getan haben, dass der Vogel sicher landet. Bei meinem Roman Detektiv Mark Kane wurde einmal eine Yacht gestohlen. Die Gangster versteckten sich im Ventilator, kamen nachts raus und warfen die Passagiere über Bord. Aber so eine Boeing ist keine Yacht. Und um sich im Ventilator einer Boeing zu verstecken, darf man nicht größer als 20 Zentimeter sein. Eine fabelhafte Idee. Ich werde einen Krimi schreiben, in dem die Gangster nur 20 Zentimeter groß sind. Augenblick, da fällt mir was bei. Haben diese großen Jets nicht eine Art Durchgang von vorn nach hinten, und zwar zwischen dem Frachtraum und dem Passagierdeck? Am besten, Sie sehen sich so eine Boeing mal an. Die Vereinigte Presse meint, das würde Sie interessieren. Danke, Jean. Machen Sie das da weiter. Aha. Wann sind die aufgenommen worden? Am 29. April. Einen Tag, bevor die Aktion gestartet worden ist. Genau, der Standfotograf von der PIO hat die Bilder gemacht. Mhm. Die geben leider nichts her. Vielleicht doch, wenn wir wüssten, wonach wir suchen. Geben Sie sie mit Dank zurück. Mach ich nachher. Wann ist das Bild denn aufgenommen worden? Nummer 7? Augenblick. Das war am 30. April. Das ist die bewusste Boeing. Kennen Sie jemand von den Passagieren? Nein. Sehen Sie den Herrn da im Hintergrund? Ich kann mich irren, aber er sieht aus wie Ralph Voss. Haben Sie schon von den Voss-Werken gehört? Gehört schon, aber ich kenne Voss nicht persönlich. Den kennen nur wenig. Er hält sich immer sehr zurück. Er hasst Publicity und versteckt sich meistens auf seinem Landsitz. Da, Voss. Wenn Voss darin verwickelt ist, dann wird das eine spannende Sache. Also wenn Voss dabei war, dann ist das der größte Fall, den wir je hatten. Rauskommen und die Flügel hochnehmen. Na los! Oh, guten Morgen, Herr Oberförster. Nein. Ja,
Diese Boeings sind wirklich ein Tummelplatz für verspielte Naturen, wie ich es bin. Das würde dich auch interessieren. Was machst du hier, Jason? Ich löse eure Probleme. Da hat sich der Pilot versteckt, nachdem er gelandet ist. Die Idioten haben die Maschine ja erst in den Hangar gerollt und dann durchsucht. Ach, bitte verständige mich das nächste Mal, wenn du einen Fall für mich übernimmst, ja? Hm? Ich empfinde es als überflüssig, wenn zwei Leute dieselbe Arbeit machen. Ich habe mich selbstständig gemacht, weil du meine Intentionen ablehnst. Du musst sie selbst abgelehnt haben, denn du hast nicht mehr darüber gesprochen. Deshalb mein messerscharfer Schluss. Man darf sich ja mal was einfallen lassen. Was wirst du jetzt unternehmen? Den Piloten suchen, ist doch klar. Na sowas. Du suchst den Knaben nicht? Nein, das überlasse ich lieber dem Fußvolk. Ich habe da was anderes im Petto. Aber keine Angst, Sir. Bei Philippi sehen wir uns wieder. Aber eine Dame möchte Sie sprechen. Ja, danke. Sie entschuldigen mich. Aber natürlich. Verzeihen Sie bitte die Störung. Nun, Sie werden bestimmt wichtige Gründe haben. Ja. Sind Sie absolut sicher? Das Foto ist einwandfrei und somit ein hundertprozentiger Beweis. Weiß Sullivan davon? Von mir noch nicht. Ralph Voss. Seine Fabriken produzieren Munition und Flugzeuge für die ganze westliche Welt, aber er steckt auch in anderen Geschäften. Wird der Fall in unserer Abteilung bleiben? Ja. Ich fürchte aber, das Foto ist nicht beweiskräftig. Deshalb werden Sie weiterarbeiten. Sie haben von meiner Seite jede Unterstützung. Wo ist Sullivan? In London. Dann fliegen Sie sofort nach London und unterrichten ihn. Wenn Voss drinsteckt, möchte ich nicht, dass sein Name genannt wird, weder am Telefon noch in Telegrammen. Ich möchte, dass wir das Spiel in der Hand behalten. Verstecken Sie deshalb bitte keine Trümpfe. Auf Wiedersehen, Miss Hurst. Gute Nacht, Sir. Mr. King? Hm? Miss Kilverton. Mr. Grant hat mir gesagt, Sie haben ein paar Fragen auf dem Herzen. Ein lieber Mensch. Bodenpersonal, ja? Wenn es Ihnen recht ist. Fliegen Sie manchmal noch? Eigentlich nur nach dem fünften Martini. Schnell ein Martini, aber vierstöckig. Was kann ich denn für Sie tun, Mr. King? Für Sie, Jason. Also, Jason, ich höre... Ach ja, ich interessiere mich für diese Geister-Boeing. Warum fragen Sie nicht Ihren Mark Kane? Sie kennen den Herrn? Dann sind Sie einer meiner Fans. Sie waren doch die Empfangsstewardess. Ja, aber es hat ja leider keinen Empfang gegeben. Trotzdem wissen Sie was. Zum Beispiel den Namen der Prominenz, die an Bord der Maschine war. Aber dafür brauchen Sie mir keinen Martini zu spendieren. Lesen Sie doch die Passagierliste. Schon geschehen. Aber wenn eine erste Kraft wie Sie empfangen soll, dann ist unter Garantie was Großes im Busche. Sowas steht aber nicht auf der Liste. Also muss jemand inkognito geflogen sein. Da müssen Sie dann schon unsere Zentrale fragen. Habe ich alles schon gemacht, leider ohne Erfolg. Wen hatten Sie denn im Visier? Drei Personen. Hatten die auch Namen? James Walters. James Walters. Ist doch ein Deckname. Ich weiß es nicht. Wissen Sie, wer hinter dem Namen... Meistens schwirren doch Gerüchte, hm? Was hat man denn so in Ihren Kreisen geflüstert? Ein Name ist immer wieder aufgetaucht. Und welcher? Ralph Voss. Ach. Also, wenn Sie einen Vogel schachtern wollen, dann müssen Sie morgen früh wieder anklopfen. Reichlich kompliziert. Sagen Sie mal, haben Sie nicht letzte Woche für einen Freund von mir gearbeitet? Kann sein, sagen Sie mir mal den Namen. Mark Kane. Nein, das waren wir nicht. Aber irgendjemand von Ihren Leuten hat auch mit meinem Freund verhandelt. Haben Sie Kane denn gesehen? Schon möglich. Mein Freund Kane ist hier gewesen, kurz nach dem Ärger mit der leeren Boeing Skyskipper. Ja, ich weiß schon, die Sache mit der Geister-Boeing. Sehen Sie, jetzt kommen wir uns schon näher. Ich weiß bestimmt, dass mein Freund am frühen Abend hierher gekommen ist und für ein paar Stunden eine Privatmaschine geschartet hat. Er ist übrigens selbst Pilot, vielleicht hatte er seine Kombination an. Augenblick mal, da ist einer an dem Abend hier gewesen, aber der hat nicht geschartert. Nein, nein, er hat sich von einer Gesellschaft mitnehmen lassen, aus dem Hangar da hinten. Jetzt kann ich mich genau an alles erinnern. Welche Gesellschaft war denn das? Es waren die Vosswerke. Thank you.
Schönen guten Morgen wünsche ich. Den Wunsch brauche ich auch. Was treibst du denn hier? Ja, dann möchte ich dich doch um ein Haar dasselbe fragen, mein Bester. Na, du weißt doch, ich wollte einen Piloten suchen. Ich habe ihn sogar gefunden. Die Leiche ist verschwunden. Sagtest du Leiche? Sie mussten ihn ja auch verschwinden. War es ein bekanntes Beerdigungsinstitut? Ein Wunder, dass sie dich nicht auch beerdigt haben. Ich lache nachher. Moment mal, Jason. Ich habe der Leiche etwas weggenommen. Captain Thomas Fairlaw, Chefpilot. Kompliment, Kompliment. Wer hat den Captain umgebracht? Darauf könnt ihr nur einer antworten, und zwar Ralph Voss. Voss persönlich? Der Schuppen hier gehört ihm. Ich glaube aber nicht, dass Voss persönlich mitmischen würde. Voss war aber zufällig Passagier der Boeing. Ich bin da bestens informiert. Wahrscheinlich hat er an dem Nachmittag ein Flugzeug bereitstellen lassen, mit dem er weitergeflogen ist. Und die Maschine muss von hier gestartet sein. Du bist doch unser Größter. Ein Mechaniker hat mir das bestätigt. Langsam kommt mir da was. Weißt du mehr? Vielleicht, ich muss das morgen überprüfen. Das wäre gar nicht schlecht. Du wirst nämlich rauskriegen, ja, dass der Vogel nach Irland geflogen ist. Irland? Die Vosswerke haben da eine besonders große Niederlassung. Ich besuche sie morgen. Ich grüße dich. Na dann tritt mal rein. Ich habe dein Telegramm heute Morgen gekriegt. Es war übrigens ungeheuer geheimnisvoll. Na mit Absicht, sagte der Frosch. Du wirst es nicht glauben, aber einer der Passagiere an Bord war ein ganz Prominenter. Ich soll es nur dir persönlich sagen. Es war... Ralph Voss. Woher weißt du das? Intuition. Ich habe ein Foto gefunden, auf dem Ralph Voss gerade in die bewusste Boeing steigt. Und das hat uns auf eine Spur gebracht. Hoffentlich eine heiße. Und wie? Es stimmt mit der Flugroute tatsächlich etwas nicht und deshalb ist auch der Computer durchgeknallt. Wir haben rausbekommen, dass die Maschine an dem Tag starken Rückenwind gehabt hat. Mhm. Danach hätte die Boeing 30 Minuten früher landen müssen. Sie hätte also zum Beispiel in Irland landen können, ohne die geringste Flugverzögerung, ja? Natürlich, Stuart. Ich habe Tantchen programmiert. Was meinst du, was rausgekommen ist? Ralph Voss hat in Irland ein großes Werk und einen privaten Flugplatz. Ich möchte bloß wissen, wofür ich so geschuftet habe. Weiß ich nicht. Weißt du auch was ich nicht weiß? Ja, ein lieber Freund von uns ist bereits auf dem Wege nach Irland. Mhm. Jason. Und wir beide werden auch hinfliegen. Um ihm unsere Informationen zu geben. Oh, ich habe selten einen so eleganten Anschlag gehört, Miss Julia. Dankeschön. Aber ich lasse Sie trotzdem nicht zu Mr. Voss. Dann lerne ich bei Ihnen so lange anschlagen. Mein Chef ist sehr beschäftigt. Mit den Beinen machen Sie nichts? Jedenfalls nicht im Büro. Mhm. Ach, auf ein Wort. Ich werde so lange bei Ihnen bleiben, bis der hohe Chef Sie reinruft. Und wenn ich Sie rauswerfen lasse, was dann? Da weiß ich dann was. Wie ist das französische Restaurant hier gleich nebenan? Sehr gute Küche. Und Ihr Terminkalender? Ich mache heute Überstunden. Dann werden Sie großen Hunger haben. Ach, Julia, würden Sie bitte... Mr. King hat beschlossen zu warten. Ich habe mich doch wohl klar genug ausgedrückt, dass kein Mensch... Sie verschwenden nur Ihre Zeit, Mr. King. Ich hoffe, dass wir uns endlich verstanden haben. Das ist meine Zeit. Ich verschwende sie, wie ich will. Ich kann sie aber auch zu einem Plauderstündchen mit Ihnen verwenden. Wie Sie wollen. Darf ich bitten? Oh ja, Sie dürfen. Ich habe das Gefühl, dass Sie nicht genau wissen, welche Position Mr. Voss bei uns einnimmt. Nun, ich vermute, er ist Ihr Geschäftsführer. Wie ist denn die weitere Rollenverteilung in Ihrem Film? Ich bin seine rechte Hand. Mhm. Waren Sie mit Ihrem verehrten Chef letzten Monat in New York? Ich begleite Mr. Voss auf allen Reisen. Bitte sagen Sie mir, warum Sie ihn sprechen wollen. Es handelt sich um einen gewissen James Walters. Walters? Mhm. Ich kann Ihnen keine Auskunft geben, weil ich ihn nicht kenne. Einer unserer Angestellten? Könnte man sagen. Wann erwarten Sie Mr. Voss? Er kann jeden Moment kommen. Dann ist er in Irland. Warum nicht? Ist dies hier sein Büro? Eines seiner Büros. Geben Sie mir bitte Ihre Telefonnummer, dann vereinbaren wir einen Termin. Aber die Sache eilt. Ich werde Sie ganz oben auf die Liste setzen. Nächsten Monat könnte es schon klappen. Auf Wiedersehen, aber das eilt nicht, Mr. King. Ich lache im Vorzimmer.
Chalmers, kommen Sie mal. Ein Mr. King war gerade bei mir. Beschatten. Schon auf dem Rückzug? Ich werde nur meine Taktik ändern. Wahrscheinlich wollen Sie den Feind umzingeln. Hm, mit Ihrer gütigen Hilfe. Wann haben wir Feierabend? Ich werde bis 7 hier bleiben. Essen Glockenschlag 8. Du weißt genau, was du tust, ja? Sagte Herr Graf, als ich Frau Gemahlin den Kaviar ins Blonde schmierte. Dann mal Tau. Die Nacht wird kühl. Wann wirst du wiederkommen? Ich hoffe noch in diesem Leben. Jason isst heute Abend mit einem lecker Mäuschen. Nachher treffen wir uns und veranstalten eine Betriebsratssitzung. Okay. Sei vorsichtig, hm? Dir zuliebe. Danke. Schönen Dank für den netten Abend. Er ist noch nicht zu Ende. Natürlich nicht. Wissen Sie, in letzter Zeit geht mir unser Mr. Terrell etwas auf die Nerven. Ja, er ist ein Ellenbogentyp. Einsatzlich ehrgeizig. Ja, ich würde sagen, er besteht nur aus Ehrgeiz. Mhm. Machen Sie oft Überstunden? 2 bis 3 Mal die Woche. Für Force? Auch. Und in letzter Zeit? Mehr für Terrell. Was wollen Sie eigentlich von mir? Ich habe diesen Abend sehr genossen, aber es war eine kleine Hinterlist dabei. Guck mal an, habe ich doch gewusst, dass da was im Busche ist. Sagt Ihnen der Name Walters etwas? James Walters? Allerdings, Mr. Foss benutzt den Namen oft als Pseudonym, wenn er verreist. Sagen Sie mal, wie kommen Sie darauf? Wer war mit ihm in New York? Das letzte Mal? Mhm. Mr. Terrell und Howard Finch, unser Prokurist. Hat es da Ärger gegeben? Tja, schwer zu sagen, aber er hat sich in irgendwas verbissen. Wieso das? Wie soll ich das erklären, Mr. King? Mr. Terrell ist wiedergekommen und hat noch mehr gearbeitet als früher. Darum auch die Überstunden. Er diktiert von morgens bis abends. Hm. Haben Sie nach der New York-Reise Foss mal gesehen? Nein. Aber ich sehe ihn sowieso selten. Mr. King, darf ich mal zum Telefon bitten? Aber natürlich dürfen Sie mich zum Telefon bitten. Bitte. Doch, bitte, ja. Danke. Ja, hier ist Jason King. Hier, Annabelle, weißt du, wo Stuart ist? Nein, warum? Irgendwas ist passiert, er ist überfällig. Vielleicht hat er den Bus verpasst. Er wollte zum Flugplatz der Fosswerke. Und die Rollbahn auf Reifenabdrücke überprüfen. Vielleicht ist er noch beim Prüfen. Er ist ein sehr gewissenhafter Rollbahnprüfer. Wo ist denn die Dame, mit der ich hier gesessen habe? Ich habe eben nicht verstanden. Wo die Dame geblieben ist? Der Herr, der mit ihr hier gesessen hat, hat bezahlt und dann sind die Herrschaften gegangen. So, spare ich die Spesen. Spritze. Mal was Neues. Wieso hast du noch kein Nachthemd an? Und wieso klopfst du nicht an? Oh, das ist ja fast ein Reim. An der Sache ist mehr dran, als wir gedacht haben. Eine neue Kapitalgesellschaft? Vergiss die Handgranaten nicht. Wenn du nichts unternimmst, mache ich es allein. Ich finde Stuart unter Garantie. Das Einzige, was du finden wirst, ist deine Schlägertype. Und die würde dir nur deine Frisur durcheinander bringen. Wenn sie Stuart außer Gefecht gesetzt haben, erwischen sie dich erst recht. Hast du einen besseren Vorschlag? Die Leute, die bei Voss arbeiten, verheimlichen irgendwas. Und die Sekretärin war mir zu clever. Wir müssen rausbekommen, was dahinter steckt. Und Stuart? Finden wir, wenn wir Bescheid wissen. Du fliegst zurück. Füttere den Computer mit Voss-Informationen, mit Ralph Voss und mit allem, was hier vorgeht. Und Tantchen wird ein Motiv ausspucken. Für was denn ein Motiv? Für das Schweigen. Für das Schweigen dieser Leute hier. Na schön. So? Und nun pack deinen Waffenschrank wieder zusammen. Du redest mit mir, als ob wir verheiratet wären.
Bitte Kilbrock. Ja, ich warte. Ja, hier Kilbrock, 86. Kann ich Mr. Finch sprechen? Selbst im Apparat, wer ist denn da? Verzeihung, dass ich so spät noch störe. Mein Name ist King, Jason King. Ich muss Sie morgen früh sehr dringend sprechen. Wenden Sie sich bitte an meine Sekretärin, Mr. King. Die gibt Ihnen einen Termin. Ich denke, den Umweg können wir uns sparen. Meinen Sie? Ich wüsste nicht, warum. Was wollen Sie denn von mir? Es geht um eine Boeing, Mr. Finch. Um die leere Skyskipper. Es geht um eine... Ich bin nicht informiert. Keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Also morgen früh in Ihrem Büro, sagen wir 9.30 Uhr. Meinetwegen, Mr. King. Morgen 9.30 Uhr. Bist du fertig? Hm? Ihr Empfang? Ist Miss Hurst in der Halle? Miss Hurst? Nein, die ist vor ein paar Minuten gegangen. Herein mit dir! Wie geht's uns denn, Annabellchen? Stuart! Nett, dass du mich mal im Kittchen besuchst. Wie bist du überhaupt hierher gekommen? Ich habe dich gesucht. Jason wollte nicht mitkommen. Leider haben sie mich hier auf dem Gelände geschnappt. Wenn man nicht immer dabei ist, trotzdem heiße ich dich im Krankenhaus willkommen. Na, was Neues, ein Krankenhaus als Gefängnis. Und nicht schlecht. In so einem Krankenhaus kann man spielend 130 Passagiere samt Crew festhalten. Du meinst, sie sind alle hier? Ich meine. Die Türen? Sind abgeschlossen. Das Haus ist restlos ausverkauft. Das ist doch verrückt. Die Menschen können doch nicht ewig hier bleiben. Ich habe ein paar von den Passagieren gesehen. Und die haben sich gar nicht wie Gefangene, sondern eher wie Gäste benommen. Wie Gäste? Den Eindruck haben sie gemacht, Schätzchen. Die meisten Zimmer haben nicht mal Türen, bis auf diesen Raum hier. Deshalb haben sie uns auch hier eingesperrt. Die fühlen sich hier auch noch wohl? Sie machen jedenfalls den Eindruck. Entweder sie werden erpresst oder bezahlt. Alle 130? Warum denn nicht? Voss hat so viel Geld wie uns gewünscht, was glaubst du wohl? Wie würdest du auf das Spiel reagieren, wenn dir einer 10.000 unter die Nase reibt? Ich würde 20 verlangen. Und artig hierbleiben. Mhm. Nur der Pilot hat nicht mitgespielt. Der hat seinen Job ernst genommen. Deshalb haben sie ihn umgelegt. Ach, das ist doch eine ziemlich wilde Kombination. Ein Mann wie Voss würde sich nie mit Mord abgeben. Mhm. Schon allein, weil zu viele Zeugen dabei waren. Da muss irgendein schräger Vogel mitgemischt haben. Die Leute sind jedenfalls freiwillig mitgekommen und machen hier Urlaub, bezahlten Urlaub. Davon müssen wir ausgehen. Morgen, Julia. Ich bin die Lerche, nicht die Nachtigall. Ich muss mich entschuldigen. Nicht so schlimm. Sie werden eine göttliche Ausrede haben. Sie sind für 9.30 Uhr angemeldet. Ich weiß. Dann wollen wir die Herren nicht länger warten lassen. Mr. King. Wir haben nur wenig Zeit für Sie, Mr. King. Stellen Sie inzwischen Ihre Sonnenuhr ab. Sie sind also Mr. Finch, der Prokurist. So ist es. Warum haben Sie mich angerufen? Werden Sie gleich hören. Sie beide sind doch mit Mr. Voss letzten Monat nach New York geflogen. Und am 13. sind Sie mit der Boeing Skyskipper zurückgekommen. Nein, das ist ein Irrtum. Wir wollten am 13. fliegen, haben dann aber umdisponiert. Ach. Prüfen Sie es nach. Wir sind am 14. mit einer Chartermaschine geflogen. Interessant. Es ist geradezu erstaunlich, wie durch Details die Wahrheit zutage tritt. Die Beschreibungen stimmen nicht überein. In den Details. Meine Herren, ich bitte um Ihr Gehör. Sie sind am 13. abgeflogen, das weiß ich exakt. Aber auf dem Flug zwischen New York und London ist etwas passiert, etwas Schlimmes, möchte ich sagen. Einer der Passagiere ist gestorben. Woran wohl? An Herzinfarkt? Ich glaube, der Ärmste hieß Ralph Voss. Unglaublich. Machen Sie doch daraus einen Ihrer Bestseller. Ich werde es McCain sagen. Trotzdem stehe ich zu meiner Theorie. Ihr Chef ist an Bord der Boeing Skyskipper gestorben. Und das ist kein Krimi-Gag. Wissen Sie, ich habe ein paar Whisky-Längen darüber meditiert. Mr. Voss ist wie immer als James Walters geflogen, aber das war ja der Boeing-Besatzung bekannt. Sie beide mussten ganz auf sicher gehen. Vielleicht hatten ihn einige Passagiere erkannt. Im Großen und Ganzen liegen Sie richtig. Da sind Sie wahnsinnig. Der Mann weiß schon zu viel. Überlegen Sie, was Sie sagen. Ich verbitte mir Ihre Einmischung. Sie haben richtig kombiniert. Es gibt schwerwiegende Gründe, warum wir seinen Tod verschweigen. Immerhin beschäftigen wir fast 100.000 Menschen in unseren Werken und für die tragen wir die Verantwortung. Wir verhandeln gerade mit amerikanischen und Schweizer Banken über den großen Kredit, den wir zur Erweiterung unserer Produktionskapazität brauchen. Das Gefährliche daran ist, der Kredit ist abhängig vom Marktwert unserer Aktien. Wenn bekannt wird, dass Ralph Voss verstorben ist, wird es überall zu Aktienverkäufen kommen und damit rutschen wir in einer Bäs. Hm. Und wie nun weiter? Wir brauchen nur ein paar Tage, dann ist der Kredit durch.
Und bis dahin müssen wir eben alles versuchen, um den Tod unseres Präsidenten zu verheimlichen, Mr. King. Meine Theorie war also nicht so abwegig. Aber eins ist mir noch unklar. Wieso haben Sie das Flugzeug zurückgegeben? Diese Frage ist eines Krimi-Autors nicht würdig. Es liegt doch auf der Hand. Denken Sie noch einmal scharf nach. Ah, ich verstehe. Es muss ziemlich schwierig sein, eine Boeing zu verstecken. Und es wäre Diebstahl gewesen. Natürlich. Auf diese Art und Weise kommen wir nicht mit dem Gesetz in Konflikt. Und dass uns die Passagiere nicht wegen Entführung verklagen, dafür haben wir gesorgt. Gut gesorgt. Brillante Idee. Ihr Kompliment ehrt uns, Mr. King. Aber immerhin leben Sie auch nicht schlecht von Ihren brillanten Ideen. Wir sind zwar ein bisschen am Rande der Legalität, aber wir haben kein Verbrechen begangen. Er weiß es nicht. Er weiß nicht, dass er ein Narr ist. Ein Narr? Wohl wegen der Passagiere. Da kann ich Sie vollkommen beruhigen. Die sind alle in angemessener Form entschädigt worden. Wir haben das schriftliche Einverständnis von jedem. Trotzdem sind Sie ein Narr. Sie wissen gar nicht, was für einer. Ich bin bereit, die ganze Affäre vor Gericht zu verantworten. Auch in einer Mordanklage? Ach, was soll der Unsinn, Mr. King? Captain Thomas Fairlow ist tot. Wollt ihr etwa nicht mitspielen? Robert, das ist doch wohl barer Unsinn. Der Captain ist bei den anderen im Krankenhaus. Mr. King hat wie immer recht. Idiot, warum haben Sie das getan? Mr. King hat auch recht, dass Sie ein Narr sind, Finch. Glauben Sie, ich wollte mir mein Konzept durch einen einzigen Mann verderben lassen? Ich habe die Firma seit Jahren geführt und nicht Ralph Voss. Und jetzt wollen Sie die Schlussbilanz ziehen. Miss Howard, der Chef der Werkpolizei soll kommen, aber schnell. Ja, sofort. Ich werde Sie verhaften lassen, Mr. Terrell. Das würde ich mir an Ihrer Stelle sehr überlegen. Sie haben in der letzten Zeit auch ganz schön manipuliert und Geld aus dem Betrieb gezogen. Um unsere Verpflichtungen zu bezahlen. Wie viel denn? Was meinen Sie? Wie viel Sie gehortet haben? 20 Millionen. Und der Kredit? 40 Millionen in Wanderschuldverschreibung. Da haben wir aber ganz schön abkassiert. Was soll das heißen? Was meinen Sie mit abkassieren? Passen Sie gut auf, jetzt können Sie was fürs Leben lernen. Die Millionen wurden klamm und heimlich an viele kleine Scheinfirmen transferiert, deren Chef Ihr Freund Robert ist. Mr. Chalmers, verhaften Sie Robert Tell. Wo bleiben denn die Manieren? Ich bin jetzt wohl überflüssig, meine Herren. Keinen Schritt weiter. Chalmers, was hält Ihnen ein? Ein Mann wie ich sichert sich immer ab. Und kassiert ab, wenn er gute Arbeit geleistet hat. Sie haben überhaupt nichts dabei getan. Die Entführung, das Krankenhaus, alles meine Ideen. Und den Piloten umzubringen. Die Sache geht schief, Terrell. Machen Sie keinen Unsinn. 60 Millionen sind kein Unsinn, sondern Realität. Sie können nicht 60 Millionen Pfund und 130 Zeugen verschwinden lassen. So kann ich nicht. Miss Howard, gehen Sie bitte zum Versand und warten Sie da. Ich komme etwas später nach. Ja, Mr. Terrell. Sehr schön. Das Gesicht war früher freundlich, aber das macht wohl die Faust im Nacken. Was haben Sie vor, Terrell? Lassen Sie sich doch überraschen. Wird Zeit, dass wir hier aus der Gegend verschwinden. Und für 60 Millionen Pfund lohnt sich schon eine Umquartierung. Mr. King kennt das ja aus seinen Räuberpistolen. Haben Sie etwa erwartet, dass ich Sie als Mitwisser laufen lasse? Dabei ist es so einfach, lästige Zeugen loszuwerden. Man muss nur Fantasie haben. Ehrlich gesagt, ich bin froh, wieder nach Hause zu kommen. Ich nicht. War ja ganz nett, die Sache, aber jetzt freue ich mich auf mein Weib. Ich auch. Aber unter uns beiden gesagt, 25.000 auf die Hand sind auch nicht von schlechten Eltern. 60 Tage müssen wir Sie auf der Insel festhalten. Das geht, wir haben Vorräte genug geladen. Sie dürfen aber nichts davon wissen. Sie denken, es klappt alles? Bis die Leichen gefunden werden, können Jahre vergehen und dann sind sie nicht mehr zu identifizieren. Das Ganze ist eine todsichere Sache. Achtung bitte! Hier spricht der Captain. Wir werden in etwa 30 Minuten in London landen. Wir haben Ihre Verwandten verständigt. Und wenn möglich, werden Sie alle vom Flugplatz abgeholt werden. Der Scheck in vereinbarter Höhe wird Ihnen von unserem Beauftragten in Heathrow ausgehändigt werden. Im Namen der Voss-Werke möchte ich Ihnen sehr herzlich für Ihre Hilfe danken. Sie haben diesem Unternehmen einen großen Dienst erwiesen. Ob der uns alle laufen lässt? Nein, wir werden nur umquartiert. Damit werden die Passagiere nicht einverstanden sein. Was die sich wohl einfallen lassen, damit wir aussteigen, ohne Schwierigkeiten zu machen. Eine Lappalie, das zu arrangieren. Wie würdest du das Problem im Krimi lösen, großer Dichter? Oh, ich möchte nur was reinlassen, frische Luft. Lachgas?
Setz die Gasmaske auf. Was soll das, James? Sowas können Sie doch nicht mit uns machen, du... Halt deinen Schnabel, du hast jetzt nichts mehr zu melden. Was ist dir lieber, eine Kugel oder Lachgas in der Lunge? Setz dich hin, Stuart. Ein paar Minuten, bis das Zeug wirkt. Schieß auf jeden, der nach vorne kommt. Mhm. Besten Dank. Wir können doch nicht so viele Menschen einfach betäuben. Hm? Lachgas hat eine besondere Eigenschaft. Es kühlt unter starkem Druck ab. Und hier drin ist es zu heiß. Also wird es kondensieren und dadurch wirkungslos. Wesentlich aktiver als Mark Kane. Oh, gute Nacht. Mit einer 5 in Chemie kommt man natürlich auch nicht durchs Leben. Ich bin erst zufrieden, wenn wir auf der Insel gelandet sind. Ich auch. Da unten. Ich setze zur Landung an. Langsam dürften die eingeschlafen sein. Ja, ich glaube auch. Ich gebe wieder Frischluft rein. Wir sehen uns die Babys erst noch mal an und dann bringe ich den Vogel runter. Wo ist denn Jackson? Ich habe ihm gesagt, er soll hier vorn bleiben. Ja, hol ihn her. Hier tragen wir sie nachher raus. Stolz! Komm, wenn wir zusammen lachen. Guten Flug, du Halunke. Jason, du bist nicht dein Krimi-Held Mark Kane. Du kannst die Boeing nicht landen. Wir können nicht mehr lange hier oben kurven. Die Treibstofftanks werden langsam leer. Und du meinst, ohne Saft macht es das Ding nicht? Doch. Aber wir sind die Ersten, die das probieren. Komik auch noch. Na dann mal gute Nacht. Ich rufe London Kontrollturm. London Kontrollturm. Hier London Kontrollturm. Mit Ihrer Kennung und Flugnummer. Hier ist Jason King, mein Bester. Sie haben schon viel von mir gehört. Sie wissen es bloß noch nicht. Was wollen Sie hier? Sie bringen den ganzen Flugbetrieb durcheinander. Passen Sie mal auf, Sie Betriebsrat. Ich schalte jetzt auf ILS um. Landeautomatik ist eingeschaltet. Eieiei. Er ist doch unser Größter. Hm. Ja, ich habe das so oft schon befürchtet. Hm. Er ist es. Und das hast du die ganze Zeit gewusst? Aber natürlich. Heute ist doch alles automatisiert.
Oh, pardon, fast alles. Entschuldige mich. Darf ich? Sie dürfen. Reizend, ganz reizend. Danke vielmals. Ja. Hm.